Zum Thema der Veranstaltung fallen mir drei Dinge ein. Denke ich an Karstadt in der Nacht, so bin ich um den Schlaf gebracht. Und aus der Bibel der berühmte Tanz ums goldene Kalb. Aber auch der Satz, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Diese drei Sätze markieren meine Gefühlslage, wenn ich auf die Entwicklung schaue, die mit dem Zusammenschluss der Kaufhausketten Karstadt und Kaufhof und davor Hertie und Horten verbunden sind. Meine persönliche Erinnerung, mein Vater hat bei Karstadt in Bremen gearbeitet. Meine Kindheit war geprägt von einem Abenteuer, wenn wir von unserem Ort aus Niedersachsen mit dem Zug nach Bremen gefahren sind und ich meinen Vater an seiner Wirkungsstätte im Karstadt besuchen durfte. Eine Fabelwelt von Spielwaren und Warenangeboten, die für die 60er Jahre doch sehr umwerfend waren, und eine Weihnachtsfeier für die Mitarbeiter, für ihre Kinder, die ich heute noch in Erinnerung habe. Die Konsequenz daraus war, ich habe selber meinen Weg bei Karstadt gemacht, habe meine Ausbildung in den 70er Jahren bei Karstadt in Gießen gemacht. Drei Häuser, auf die ich blicken kann: das Bremer Haus, das Gießener Haus und hier in Erfurt Anger 1. 28. Februar 1990, mein erster dienstlicher Termin für die Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen war im Zentrum Warenhaus in Erfurt. Heute Anger 1, Karstadt-Gebäude oder ein Karstadt-Warenhaus. Denn das eigentliche Drama, und deswegen kam mein Satz mit dem Tanz um das goldene Kalb, dass die menschliche Arbeitskraft, die in diesen Warenhäusern jeden Tag geleistet werden, weniger wert ist wie der Kapitalertrag, wenn man die Immobilien anders entwickelt, freundlich gesprochen so entwickelt, dass man einen Riesenprofit mit dem Verkauf, dem Weiterverkauf und dem Weiterverkauf mit den Immobilien lange Zeit betrieben hat. Da war auf einmal der Mensch weniger wert wie das, was das Kapital, die Kapitalinteressen ausdrückt. Und deswegen fällt mir signifikant an der Sigma tatsächlich nur noch ein, der Tanz ums goldene Kalb. Und der Preis dafür ist, dass wir einen Götzendienst folgen und am Ende die menschliche Wirkungsweise, das menschliche Wirken, das die eigentliche Arbeit, die jeden Tag auf der Fläche dort erbracht wird, wird entwertet durch all diese Immobilienverschiebereien, um es freundlich zu sagen. Als mein Vater bei Karstadt war, war Karstadt ein Warenhauskonzern der Premiumklasse. Als ich bei Karstadt gelernt habe, hatte unser Warenhauschef das große Bedürfnis, dass wir im IHK-Kammerbezirk die Besten sein sollten. Aber beides zwischen der Zeit meines Vaters und meiner Entwicklungszeit war eins klar. Das Eigentum der aktienbasierten Karstadt-Aktiengesellschaft, das Eigentum an den Häusern, der Immobilien, war immer Teil der Warenhauskette. Und das Drama beginnt, als man sich davon gelöst hat, als ein berühmter Grinsekater die schöne neue Welt der Warenhäuser, der digitalen Warenversorgung und der, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, einer großen Spielerei, bei der man immer mehr Geld aus Geld verdienen kann. Die Arbeitskraft spielte immer weniger eine Rolle. Also das, was Karstadt mal groß gemacht hat, nämlich hochmotivierte Mitarbeitende, spielte auf einmal keine Rolle mehr. Und deswegen finde ich es so bitter, dass ich heute nicht weiß, wie geht's mit dem Zentrum Warenhaus in Erfurt weiter? Wie geht's weiter mit dem Anger 1? Das hat man schon, um es zu entwickeln, gleich einen fremden Immobilienentwickler überlassen. Wie geht es weiter mit all den Häusern, die man abgetrennt hat, die Immobilien, die man getrennt hat von dem Warenhausbetrieb? Und der Warenhausbetrieb, der dann auf dem Rücken der Belegschaften Insolvenz in Eigenverantwortung auf den Weg gebracht hat, viel staatliches Geld bekommen hat. Ich glaube, 680 Millionen Steuergeld sind alleine als Bürgschaft oder Verbürgung mit in das Unternehmen geflossen. Und jetzt durch die erneute Insolvenzanmeldung schon wieder vor der Situation ist, dass der Staat von diesem Geld nichts mehr sehen wird. Davon ist jedenfalls auszugehen, dass die Sanierung, die dort gemacht wird, im Prinzip eine Umverteilung ist. Staatliches Geld fließt hinein und gleichzeitig ist der Eigentümer, Herr Benko, derjenige, der offenkundig keine Scheu hat, sich eben seine Ausschüttungen, seine Gewinnausschüttungen auch noch zu finanzieren, die Eigenkapitalbasis auf 1 Million zu reduzieren und die Differenz eben zu
finanziell so handhabbar zu machen, dass sie eben am Ende nicht mehr dem Unternehmen zugeordnet ist. Zu keinem Zeitpunkt, seitdem die Krise am Laufen ist, hat er eigenes Geld in die Hand genommen, um ein nachhaltiges Konzept für Warenhausangebote der Zukunft auf den Weg zu bringen. Also ein Warenhaus, ein Kaufhaus, das tatsächlich Kaufhaus, Waren, Dienstleistungen verbindet, aber von Menschen für Menschen betrieben wird und nicht einfach nur als Tanz um das goldene Kalb. Und deswegen sehr bitter der Satz, der mir nur noch durch den Kopf geht, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ich habe Verständnis dafür, dass Mitarbeitende um ihr Unternehmen kämpfen. Aber ich spüre, wie sehr sie immer mehr einer Illusion aufsitzen, wenn sie ihre Pensionsansprüche schon haben streichen müssen. Wenn ich mir anschaue, wir hatten ja ein Lager, ein Warenhauslager, das den Sportartikelbetrieb organisiert hat. Das sollte neu geordnet werden. Da war ich noch mit beteiligt und einbezogen. Und bis es dann dazu kam, war der mit mir darüber reden wollte, schon gar nicht mehr im Unternehmen. Und man hat einfach schnöde gesagt, naja, seht doch mal zu. Man hat die Kündigungen rausgeschickt und hat einfach gesagt, naja, ihr werdet schon sehen, wie ihr klarkommt. Und das ist eine Art und Weise, die mir im Zusammenhang mit Karstadt völlig fremd ist. Und wenn ich aus dieser Perspektive auf mein Leben schaue, ich bin gelernter Lebensmittelkaufmann, ich habe bei Karstadt gelernt, ich habe tatsächlich als Bester des Landkreises, des Kammerbezirkes in Gießen meine Prüfung gemacht. Ich habe heute noch die Fähigkeiten, die ich damals gelernt habe, die ich für mich nutzbar machen kann. Aber tatsächlich, alle meine Kolleginnen und Kollegen, die mit mir dort gearbeitet hatten, hat eins verbunden, der Stolz auf die Arbeit, die man dort geleistet hat. Davon ist nichts mehr übrig, das ist nicht mal mehr ein Hauch einer Erinnerung. Deswegen ist das schönste Warenhausschild nichts wert, wenn innen drin der Geist sich völlig entmenschlicht hat. Deswegen weiß ich nicht, ob man weiterhin Verträge mit einem Konzern machen sollte über Immobilienentwicklung, über Quadratmeterentwicklung, über die Frage, wie wird das Baurecht geändert oder wie wird der Bebauungsplan so passend gemacht, dass er ja dem Investor, dem Immobilieninvestor passt, aber keinerlei Rücksicht genommen wird auf die Menschen, die darin arbeiten. Deswegen glaube ich, dass wir umdenken müssen, dass diese Form, wie wir sie in Berlin am massivsten erleben, weil dort die Warenhausdichte und die Kaufhauskultur mal die höchst ausgeprägteste tatsächlich in der Welt war, 100 Jahre her ist das. Wenn ich mir überlege, woher wir kommen und wenn ich mir dann anschaue, das Original Hermann Tietz Kaufhaus, Hermann Tietz, das Original Kaufhaus ist in Gera. Es ist seit deutlich über 10 Jahren leer und es ist eine Immobilienblase, bei der es jetzt heißt, dass möglicherweise auch die AfD es kaufen will. Und auf einmal merkst du, wie es auf einmal bitter wird, wenn so etwas auch noch in der politisierten Form so passiert, bei dem ich dann schmerzlich spüre, was ist wirklich mit den Tietz passiert? Was ist in der NS-Zeit passiert? Was ist alles mit den Arisierungsgeschichten passiert? Denn die Kaufhäuser waren im Wesentlichen geprägt von klugen jüdischen Kaufleuten, von Menschen, die weit über ihren Tag hinweggeschaut haben, die diese moderne Form der Warenpräsentation erst auf den Weg gebracht haben. Und sie wurden zu den größten Feinden des NS-Regimes, weil sie zu den Schuldigen für alle Schwierigkeiten, die in der Zeit waren, Weimarer Republik, sie wurden zu den Sündenböcken. Und der Kampf gegen die Kaufhäuser war ein Kampf, der eben auch tief politisiert betrachtet werden muss. Er war eben auch ein Kampf gegen jüdische Menschen. Und insoweit schmerzt es mich, wenn ich höre, dass das Original Hermann Tietz Kaufhaus, ja, dass jemand der Meinung ist, das könnte man der AfD anbieten. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir anders auf unsere Innenstädte schauen sollten. Und wir sollten uns auch anschauen, mit wem sind wir partnerschaftlich unterwegs? Wem sollten wir wirklich die Türen öffnen? Es kann nur sein in dem Sinne, dass Menschen eine Zukunft haben, eine Perspektive haben. Das wäre meine Erinnerung und mein Blick auf das Thema schöne neue Glitzerwelt. Was ist aus ihr geworden? Ja, eine Börsennotierung, die am Ende nur unterm Strich für einen Einzelnen große Erträge bringt und für alle anderen nur Verluste. Das kann nicht unser Weg sein.
So, willkommen im Namen der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus. Möchte ich Sie und euch nochmal begrüßen. Mein Name ist Gabi Gottwald. Mir obliegt die Moderation und wir haben jetzt ein bisschen Zeit gebraucht, bis hier alles technisch stimmt, aber ich hoffe, es geht jetzt los. Ich möchte gerne die Mitdiskutierenden vorstellen. Neben mir rechts sitzt Christoph Traufetter, bekannt über seine Arbeiten im Netzwerk Steuergerechtigkeit und auch als Mitarbeiter bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung im Projekt Wem gehört die Stadt? Seine Spezialität ist rund um den Eigentümer mal zu schauen, was der so macht und wem was gehört und so weiter. Daneben sitzt Ralf Thomas, er ist von der Gewerkschaft Verdi und arbeitet im Fachbereich Einzelhandel und ist befasst mit Galeria. Genau. Hallo. Links neben mir sitzt Katharin Genburg, ist Abgeordnete der Linksfraktion und Sprecherin für Stadtentwicklung. Und daneben sitzt Niloufar Taherbi, die, ich würde sagen, Frau der ersten Stunde im Widerstand gegen den Mammutbau am Hermannplatz. Damit fing das alles an sozusagen. Und sie ist auch Architektin vom Fach sozusagen. Ich würde vorschlagen, dass wir so vorgehen. Ich würde jetzt mit jedem, also dass alle Beteiligten ihre Beiträge machen können. Wir vielleicht Frage-Antwort-Geschichten machen. Und es ist ja ein Thema, was sehr viele Facetten hat, wo viele Themenbereiche sich berühren oder übereinander lagern und die verschiedenen Sichtweisen sollen hier vorgetragen werden. Und dann werden wir irgendwann natürlich öffnen für Fragen oder Anmerkungen. Ich denke, dass keine Gruppenreferate gehalten werden sollten, aber dass wir vielleicht 2-3 Minuten sollte sich jeder schon Zeit nehmen können, aber nicht nochmal 10 Minuten oder so. Wir sind ja schon relativ im Verzug mit der Zeit. Ich fange also an mit Christoph. Vielleicht fängst du mal an, uns ein bisschen über das Unternehmen Galeria, der Warenhauskonzern als solcher und das Verhältnis zu Signa als Immobilienkonzern, muss man sagen, einer der größten Europas. Dieses Problem ist ja vielfach schon angesprochen worden und dass du mal ein bisschen die jeweiligen Bezugszusammenhänge uns aufzählst und was über den Konzern uns noch zu sagen ist. Geht das? Ja. Ich versuche es mal, ja. Geht. Also ich versuche es, wurde ja schon sehr viel gesagt tatsächlich, einfach nur noch mal vielleicht zu ergänzen. Erstmal Benko. Benko ist eigentlich sowohl bei Signa als auch bei Galeria nicht beteiligt, als in irgendeiner offiziellen Funktion, sondern er arbeitet tatsächlich nur in seiner Freizeit in einem Beratungsgremium inoffiziell für Signa und damit am Ende auch für Kaufhof. Er tritt allerdings, das haben wir ja zusammen erlebt, immer auf als jemand, der visionär das Kaufhausgeschäft weiterentwickeln will. Ja, so tritt er in der Stadt auf. Am Ende, wie gesagt, ist er seit dem Korruptionsverfahren 2013 komplett aus der offiziellen Struktur raus und nur noch indirekt beteiligt. So, diese Beteiligung über Signa besteht im Prinzip aus 4 Teilen. Es ist zum einen die Immobilien, ja, über die wurde ja schon viel gesprochen, die Signa Prime. Zum zweiten die Luxushäuser, die Luxuskaufhäuser, KDW und so weiter. Dann die Karstadt Galeria Häuser, die tatsächlich der Signa gehören. Und dann noch als viertes die Kaufhäuser, die irgendwie anderen Investoren gehören. So, und das ist, wenn man sich dieses Konzernkonstrukt anguckt, ungefähr eben die Strategie auch relativ klar zu erkennen. Die Kaufhäuser, die nicht mehr der Signa gehören, die also der Signa auch keine Mieten zahlen, die sollen geschlossen werden. Die anderen sollen irgendwie weiter bestehen bleiben, um der Signa im Prinzip die Mieten zu sichern, die sie da aus diesen Immobilien zieht. Die Luxuskaufhäuser wurden zur Hälfte verkauft an die thailändische Central Group, die noch ganz viele andere Kaufhäuser besitzt. Und das heißt, dass am Ende, Herr Benko selbst oder die Benko-Familienstiftung zumindest am Ende an diesem KDW zum Beispiel nur 25% hält, indirekt über die Strukturen an den Kaufhäusern 50% und dann eben teilweise Immobilien besitzt, teilweise nicht. Und als letzten Teil in diesem ganzen Konstrukt die Signa Prime und da gehört Herrn Benko ungefähr 29% tatsächlich und ungefähr muss man sagen, weil er sich da eine ganze Reihe von Geldgebern reingeholt hat, die man nicht durchblicken kann.
weil er in seiner Stiftung in Liechtenstein, über die er seine ganze Beteiligung organisiert ist, teilweise auch treuhändisch Geld für andere Menschen verwaltet und in den Konzern reingeschleust hat. Deswegen ist ganz, ganz schwer nachzuvollziehen tatsächlich, wie viel er hat, welche Rolle er da spielt und wie viel er davon profitiert. Aber es ist auf jeden Fall am Ende relativ wenig. Ne? Wie gesagt, 25% am KDW, ungefähr 29% oder weniger an den ganzen Signa-Immobilien. Und trotzdem sehr, sehr viel Geld. Er hat aus dem Nichts angefangen mit 0 Euro im Prinzip. Erzählt ja auch mal seine Story, wie er dann als Selfmade-Milliardär quasi sein Familien-Imperium ausbaut. Und also da sind insgesamt auch einige Milliarden am Ende draus geworden. Und wie das tatsächlich zustande gekommen ist, das finde ich das Spannende. Und ob da alles mit rechten Dingen zuging, ist nach wie vor ja noch sehr umstritten. Wir haben ja jetzt mit der Frage zu tun, was wird eigentlich auch aus Signa oder was bedeutet für Signa die Insolvenz des Warenhauskonzerns. Ja? Und es gibt auch in vielen Artikeln immer wieder Kommentare über die Frage, was bedeutet eigentlich der Ankermieter, so wird er genannt, für die Immobilienentwicklung. Das ist einmal die Frage, hohe Mieten wirken wertsteigernd, die Kreditaufnahme ist dann einfacher und so weiter. Kannst du zu diesem Verhältnis der beiden Säulen sozusagen, das ist einmal der Warenhauskonzern, das ist eine eigene, und der Immobiliensektor ist auch eine eigene, die Struktur ist die organisierte Verantwortungslosigkeit, wenn ich das richtig begriffen habe. Und aber wie wirkt sich das sozusagen auf die Immobilienentwicklung aus, was da jetzt folgt? Also man muss sagen, es ist tatsächlich Signa relativ egal, wäre jetzt meine Interpretation. Man sieht auch, Signa hat relativ viel Geld jetzt nochmal eingesammelt vor kurzem. Also tatsächlich vor allen Dingen eine ganze Reihe von Milliardären und aber auch von Pensionsfonds, deutschen Versicherungen, die sich an Signa Prime beteiligen und an den Immobilien nach wie vor beteiligen. Ja, weil wie gesagt, im Prinzip ein Großteil der Kaufhäuser nicht mal in Signa-Immobilien ist, ja, und die werden als erstes geschlossen. Das ist Signa komplett egal. Ja, also wenn die Kaufhäuser tatsächlich zumachen, die nicht keine Miete an Signa zahlen, dann ist das Signa komplett egal. Und dann gibt es die, wir hatten es ja recherchiert, ungefähr 30, 40 Immobilien, die tatsächlich noch der Signa gehören und wo Miete von Karstadt fließt. Also wenn das komplett wegfallen würde, das wäre schmerzhaft, aber wahrscheinlich sind von den 48, die erhalten bleiben sollen, eben vor allen Dingen die, die auch weiterhin Miete an Signa zahlen werden. Von daher ist das am Ende vielleicht für Herrn Benkos Vision und für Herrn Benkos Selbstbewusstsein ein kleiner Knicks, aber finanziell für Signa eigentlich ziemlich egal. Okay, vielleicht meinerseits die letzte Frage zu diesem Thema. Es gibt ja auch in der Presse, wird häufig vermutet, dass Signa-Strategie auch eine Hochwertung der Immobilien ist, dadurch sozusagen der Finanzspielraum steigt, den du also als Belastung auf die Immobilien aufnehmen kannst. Und es gab dann eine Meldung, ich glaube, es war der Spiegel, dass selbst die BaFin jetzt prüft, ob die Kredite, die ein ziemliches Volumen haben müssen, in dem Sektor überhaupt gesichert sind. Hast du irgendeine Ahnung, was damit passiert ist mit dieser Überprüfung, sag ich mal, ein Türchen? Und welches Risiko da drin steckt? Also die Prüfung ist ja noch ziemlich neu. Ich habe noch nichts davon gelesen, was jetzt am Ende rausgekommen ist. Das Einzige, was ja tatsächlich jetzt über Weihnachten sichtbar war, ist, dass Herr Benko den Journalisten vom Spiegel persönlich nochmal angerufen hat und ihn auch am Telefon nochmal angeschrien hat, was er denn sich da so denkt. Weil dieser Journalist eben genau wie eine ganze Reihe vor ihm schon eben diese Vermutung in den Raum gestellt hat, dass diese Immobilien sehr optimistisch bewertet sind, dass das jetzt mit den steigenden Zinsen und mit den fallenden Immobilienpreisen tatsächlich am Ende auch wackelig werden kann. Deswegen eben auch diese BaFin-Prüfung, die am Ende, wie gesagt, meines Wissens nach noch nicht abgeschlossen ist, aber durchaus zeigen kann, dass Signa vielleicht möglicherweise zusätzliches Eigenkapital aufbringen muss. Und das haben sie aber auch schon getan. Ja, das hatte ich ja auch schon kurz gesagt. Also tatsächlich hat es Herr Benko auch jetzt gerade nochmal geschafft, einige Milliardäre zu überzeugen, noch mehr Geld in die Signa reinzustecken und damit im Prinzip wahrscheinlich auch mittelfristig für Ruhe zu sorgen und auch die BaFin zu beruhigen. Ja, am Ende muss ich das natürlich zeigen, ob diese optimistische Immobilienbewertung dann aufgeht oder nicht. Aber aktuell sieht es noch, soweit ich das sehen kann, einigermaßen stabil aus. Gut, danke erstmal, Christoph, für die erste Runde.
Ralf, kommen wir zu den Beschäftigungsverhältnissen, zu den Arbeitsplätzen. Beko investiert nicht, wurde schon gesagt, oder zu wenig. Die Gewinne werden im Immobiliensektor gemacht. Wie kommen die oder wie sind die oder kommen die überhaupt den Beschäftigungsverhältnissen zugute? Gibt es natürlich mehr Arbeitsplatzsicherheit? Wie schätzt ihr das? Naja, man muss ja insofern ein Stück weit nach vorne anfangen, dass es dem Unternehmen ja schon sehr lange nicht gut geht. Und auch. Sorry. Man muss ja eigentlich ein Stück weit nach vorne anfangen und feststellen, dass es dem Unternehmen in Karstadt und auch Kauf schon davor nicht gut ging, bevor die Signal eingestiegen ist. Bei Karstadt war es der Berggrün, bei Kaufhof die HBC. Beide haben die Unternehmen noch mehr geschwächt, als sie ohnehin schon waren. Die Beschäftigten bei Karstadt, ehemals Karstadt, verzichten schon seit 2004 auf ihre Tarifgehälter und machen seit 2004, also inzwischen schon über 18 Jahre, Abstriche in den Entgelten, die sie bekommen. Und das fing ja alles schon viel früher an. Man muss auf der anderen Seite bei aller Kritik an der Siegner, die ich absolut auch teile und nur unterstreichen kann, auch feststellen, dass es ohne den Einsatz bzw. den Kauf von Siegner Karstadt auch Kauf gar nicht mehr geben würde. Es wurde investiert im dreistelligen Millionenbereich. Aber es war halt nicht wirklich genug Geld, um die Häuser wirklich nach vorne zu bringen. Und das Missmanagement, was immer vorher da war, und Herr Berggrün hat viel Geld aus dem Unternehmen rausgezogen, das wieder auszugleichen. Und wenn ich zwei angeschlagene Unternehmen kaufe, dann weiß ich, dass es dann mit dem Euro Kaufpreis nicht getan, dann muss ich Geld zur Verfügung stellen. Und wenn das Geld gerade so reicht, dass ich nicht die beiden Unternehmen dann wieder pleite gehen, sie dann zusammenführe, dann weiß ich eben auch, dass ich dann noch mehr Geld in die Hand nehmen muss, investieren muss. Und genau das ist nicht passiert. Stattdessen waren die Konzepte Personalabbau, Hausschließung etc. pp. Und das ist das, was wir in aller Deutlichkeit kritisieren, dass es dort nicht geschafft worden ist, Zukunftskonzepte umzusetzen, die es gibt, dass man nicht so investiert hat, dass die Häuser wirklich nach vorne gebracht hat und es keine Lösung dafür gab, ein digital stationären, modernes Warenhausgeschäft aufzubauen. Kannst du noch was sagen zu dieser Rolle der Immobilienentwicklung? Also wir hatten ja die Debatte 2020, da war ja schon Corona und wir haben dann im August, glaube ich, diesen LOI, Letter of Intent zwischen Senat und Siegner gemacht und da ist ja praktisch eine Art von Baurechtsversprechen gegeben worden versus Sicherung von Arbeitsplätzen. Und es gab auch in der Diskussion auch von eurer Seite die Betonung, ja, es muss was gemacht werden an den Häusern. Ich weiß noch, selbst am Kuhladen und so, das soll in einem schrecklichen Zustand gewesen sein. Und ihr habt also schon auch die Notwendigkeit gesehen, dass an der Immobilienentwicklung was passieren muss. Was würdest du jetzt zweieinhalb Jahre später sagen? Also die Debatte ist ja nicht zu Ende, ne? Deswegen macht die Fraktion jetzt die Veranstaltung, weil da stehen ja zwei B-Pläne, liegen ja sozusagen irgendwann zur Entscheidung vor, ne? Also für den Hermannplatz und für den Kudamm. Nur so nach von vorne angefasst werden, dann nehmen wir das Kudamm als Beispiel, ist auch nichts passiert. Es wurde zwar viel angekündigt, aber da ist noch nicht ein Euro geflossen, der das Haus nach vorne gebracht hat. Sowohl im klassischen Immobilien als solche, als auch in der Frage, wie das Warenhauskonzept nach vorne gebracht ist. Das ist beides. Entscheidend ist, dass hier der Letter of Intent ernst genommen wird, dass er wirklich umgesetzt wurde. Und wenn man genau hinschaut, hat sich die Siegner tatsächlich weitestgehend dran gehalten. Nur ab jetzt kommen die Tatsachen, die dann mit angestrebt umschrieben werden und dass wirklich halt Geld auf die Häuser fließt. Und da muss man mit Nachdruck dran arbeiten und festhalten. Habt ihr selber ein Konzept vorgelegt, was jetzt passieren soll mit dem Warenhauskonzern? Ja, es gab ein groß aufgelegtes Konzept, das auch tarifvertraglich geregelt worden ist. Wir haben einen Zukunftstarifvertrag dort gemacht, wo auch die Beschäftigten Gehör gefunden haben, wo sehr, sehr viel Arbeit, Input hineingesteckt worden ist, wo die Beschäftigten sich unheimlich beteiligt haben, um genau die Fehler aufzuzeigen, die dazu führen, dass das Unternehmen unabhängig von der Investitionsseite eben nicht nach vorne kommt. Denn es gibt auch viele Managementfehler zu beklagen. Bloß leider hat man das versäumt umzusetzen. Das Unternehmen hat nicht auf die Kolleginnen und Kollegen gehört und ist jetzt wieder in der Situation, wie es ist. Und das ist eigentlich auch das, was die Kolleginnen und Kollegen unabhängig von der Angst der auf den Arbeitsplatz als solche noch am meisten frustriert. Denn die ganzen Sachen, die jetzt übrigens schon durchgesickert sind, die wir jetzt schon wissen, dass ein Insolvenzverwalter sagt, die Warenhäuser müssen wieder lokaler werden, das Sortiment muss lokaler werden, das höre das Management schon von den Beschäftigten seit mehr als 10 Jahren. Wie
Debatte hatten wir damals auch schon, als wir über den Jammernplatz anfingen, mit Verdi zu reden, dass sie gesagt haben, da muss man die Sortimente, muss man ein bisschen nach der Umgebung ausrichten. Gut, dieser Insolvenztarifvertrag von diesem Grill, sondern der Zukunftstarifvertrag, den sie gemacht hat, Sanierungstarifvertrag, ist ja aufgekündigt worden von Galeria. Das widerspricht ja schon dem Letter of Intent, ne? Da ist eine Garantie gegeben worden. Und hat es in der Zeit auch eine Entlastung gegeben, was auch nicht vorgesehen war? Naja, wenn man ganz genau hinschaut, dann ist ja gekündigt worden, letztlich genauso im Zeitpunkt, wo denn die absolut verpflichtenden Bedingungen erfüllt waren. Denn es war geregelt, dass zum Beispiel die Müllerstraße und die Wilmersdorfer Straße für 3 Jahre mindestens erhalten werden. Genau das ist jetzt passiert. Also die Frage ist eigentlich ganz genau, was passiert denn jetzt als nächstes? Wie geht es denn jetzt weiter? Denn die puren Verpflichtungen, die sind jetzt soweit genau klar. Aber was kommt jetzt? Denn jetzt kommen die Sachen, die übrigens wirklich geht und wirklich zählt. Und was mich persönlich etwas ärgert, das will ich noch kurz anmerken, ist die Tatsache, dass man ja vor 2,5 Jahren in der letzten Insolvenz da bereits das Filialportfolio deutlich reduziert hat. Und ich frage mich, wenn man sich dort aufgestellt hat mit Filialschließungen und gesagt hat, so wollen wir reingehen, mit dem gleichen Insolvenzverwalter im Übrigen, der ja da durchaus auch eine entscheidende Rolle spielt und jetzt nach 2,5 Jahren sagt, ja, Moment mal, wir müssen wieder 60, 70, 80, 100 Filialen schließen, dann frage ich mich, ob man es vor 2,5 Jahren dann doch wirklich gemacht hat. Ich danke erstmal. Gehen wir weiter. Herr Potpourri hier, kommen wir zur Stadtentwicklung. Also, soweit ich mich erinnern kann, ich war mal, als die Debatte um Benko anfing, da war er bei Industrie- und Handelskammer, hat dort einen Vortrag gehalten und dann ging an seinen Lippen und er hat versucht auch darzustellen, dass ihn das Thema Stadtentwicklung sehr interessiert und dass er viel davon versteht. Was würdest du dazu sagen? Ja, danke, Gabi. Also, dass er selber, dass Benko selber was von Stadtentwicklung versteht, in seiner Welt, das kann ich mir schon vorstellen, denn die Idee von einer kapitalistischen Stadtverwertung, also einer Kommodifizierung der Stadt als Standort, wo Bodenpreise bewusst nach oben getrieben werden, damit die anderen Immobilien, die ihm auch gehören, noch wertvoller werden, ist ja sozusagen in der Binnenlogik nachvollziehbar. Ist halt schlecht für alle anderen, ist halt schlecht für die Menschen, aber für den Konzern eine total gute Sache. Deswegen ist es auch eigentlich sehr einfach zu verstehen, wie dieses Renditemodell der Stadtverwertung, der kapitalistischen Stadtverwertung funktioniert. Stadt als Ware und Raum als Finanzanlage, das ist im Prinzip das, was wir seit schon in der fordistischen Stadt eigentlich erlebt haben, in anderer Weise, weil sozusagen noch vor 90 in Westdeutschland ja ein Großteil der Flächen auch oft noch den Kommunen gehörte. Dieser Motor von sozusagen neoliberaler Stadtproduktion im Ausverkauf der Städte, der wurde ja extrem angeheizt durch die Großflächenprivatisierung von Grundstücken. Und insofern ist, da kommt ja jetzt ganz viel zusammen. Einerseits natürlich auch die gesamte Finanzmarktlage und eben auch die Situation, dass Leute wie Benko ja, weltweit mit Menschen Geschäfte machen, mit denen man auch keine Geschäfte machen möchte. Also das hatte ja Christoph auch schon gesagt, die Finanziers, die bei Siegner mit drin hängen, sind ja Teil des Problems. Also wir haben ein Problem mit Benko, wir haben ein Problem damit, dass er sozusagen aus unseren Warenhäusern Bürotürme machen möchte. Wir haben ein Problem damit, dass er die Wohnpreise hochtreibt und das wiederum die Mieten in der Umgebung hochtreibt und das sozusagen eine großflächige Aufwertung und Verdrängung in Gang setzt. In einer Situation, wo in Deutschland die Mietenkrise nicht zufällig sozusagen existiert, sondern aufgrund einer nicht funktionierenden Mietenpolitik oder einer unsozialen Mietenpolitik, fehlenden Mietenregulation. Und das alles greift ineinander. Da muss ich einfach sagen, da ist eine ganz fiese Kaskade im Gang, weshalb ich zumindest von Anfang an gesagt habe, man darf mit dem keine Geschäfte machen. Ich bin aber froh, dass wir jetzt zumindest als Linke 2023 sagen, wir wollen diesen Deal mit Benko. Das ist auf jeden Fall wichtig, das ist sozusagen jetzt auch im Zuge genau so einer Aufarbeitung, wie wir sie heute, glaube ich, starten, wo wir auch bundesweit uns ja vernetzen, auch mit anderen Fraktionen zu den Erfahrungen in Hamburg, in Dortmund, in anderen Kleinstädten. Gabi, du sagtest es, diese Warenhäuser sind ja nun mal in allen Städten auch vorhanden. Das heißt, das Problem ist überall vorhanden. Und insofern braucht man da eine sehr klare Sicht auf die Dinge.
Wir sehen, dass die Verwertungspolitik, die da stattfindet, wo es wirklich um die großflächige Verwertung von Immobilien, von Grundstücken geht, dass die am Hermannplatz in besonderer Weise deswegen ja auch zum Glück auch sozusagen harten Protest erfahren hat, weil sie dort in besonderer Weise die Extreme anheizt, nämlich ein schlossähnliches Gebilde von einem Kaufhaus, was hier aufgebaut werden soll, da wird Niloufar wahrscheinlich dann eine Menge zu sagen, aber in einer Weise, wo dieser Aufwertungsdiskurs gezielte Verdrängung in Kauf nimmt. Und das ist etwas, wo ich sage, da muss man als Linke auch echt klare Kante zeigen. Denn diese gezielte Aufwertungspolitik ist tatsächlich auch SPD-Politik. Wir wissen, dass Franziska Giffey und Herr Geisel das immer wieder sagen, die Stadt soll schöner werden. Es soll sozusagen eine neue Stadt für neue Bürger. Dass das eben einhergeht mit dieser Immobilienverwertung, ist für uns wirklich ein großes Alarmsignal, das wir auch wirklich ernst nehmen müssen. Denn wir müssen die soziale Stadt sichern. Wir müssen dafür sorgen, dass die Stadt erstens nicht ausverkauft wird, zweitens die Menschen bleiben dürfen und dass sozusagen wir überhaupt als Linke mit einem marxistischen Grundverständnis, Entschuldigung, das möchte ich auch mal dazu sagen, wirklich auch sagen, was sind hier für Kapitalverwertungen am Start und uns dem auch gezielt entgegensetzen. Da muss ich auch sagen, haben wir ein Problem, dass auch in den ganzen Planungsämtern zum Teil Leute sitzen, die auch nicht besonders sozial ticken, aber eben auch die Planungsämter unterausgestattet sind. Das heißt, das deutsche Planungsrecht gibt ja eigentlich sehr gute Möglichkeiten an die Hand, eine soziale Stadtentwicklung zu betreiben. Es ist aber in weiten Teilen gar nicht mehr möglich, weil zum einen die Finanzspielräume der Kommunen krass, also nicht mehr vorhanden sind. Schuldenbremse auf Bundesebene muss abgeschafft werden, auch das hat damit was zu tun. Und man muss sagen, der Spruch von, wir können uns das Ende der Welt eher vorstellen als das Ende des Kapitalismus, lässt sich auf diese ganze Signa-Malaise auch übertragen, wenn man nämlich sagt, wir können uns eigentlich das Ende von Signa und das Ende der Warenhäuser eher vorstellen als eigene kommunale sozusagen Programme, um diese Warenhäuser als Nahversorgungsorte zu sichern. Das war einmal die Idee, dass es eine Nahversorgung gibt, also dass es eine sogenannte Altersversorgung gibt in den Warenhäusern. Ich bin deswegen bis heute noch Fan davon, weil man konnte einmal laufen alles kaufen, das war der Slogan. Und das sieht halt finster aus zur Zeit. Ich wollte schon mal was Konkretes fragen. Es gibt ja nun zwei Vorlagen vom Senat, also vom Stadtentwicklungssenator Geisel, für zwei vorhabenbezogene Bebauungspläne, einmal Hermannplatz und einmal der Kudamm. So, und das scheint er ja sehr forsch voranzutreiben, aber das kann man ja nur im Abgeordnetenhaus beschließen, weil das ja jetzt auf der Senatsebene liegt. Und ich denke, ihr habt jetzt einen Beschluss gefasst, keine Kooperation. Da kann man denn jetzt klar mal sagen, mit den Stimmen der Linken wird es keine Bebauungspläne für dieses Vorhaben geben. Und dann ist das Ding eigentlich um, dann müsste man sich andere Mehrheiten suchen, das wird wahrscheinlich so schnell nicht passieren. Also wie würdet ihr euch dazu verhalten? Ja, danke für die Frage. Ich habe die ja schon vor 2 Jahren beantwortet mit meine Stimme kriegt ihr nicht. Und ich glaube, dass wir jetzt mit der Grundlage, dass wir als Fraktion beschlossen haben, dass wir diesen Deal so ablehnen und diese fordern, dass diese beiden Bebauungsvorhaben auch nicht mehr vorangetrieben werden, als Linke auch nicht mehr zustimmen können. Und insofern ist die Sache für uns klar, wir haben dazu ja schon viele Parteitagsbeschlüsse, das hätte man eigentlich auch vorher schon wissen können. Aber nun ist es sozusagen als Fraktionsbeschluss, liegt es auch vor. Ich will aber schon sagen, dass wir dem auch was entgegensetzen müssen, weil ich glaube, dass wir inzwischen an einem Punkt sind, wo ja nicht nur Signa solche Warenhäuser ausweitet, sondern auch bei zum Beispiel Triplus Park Center jetzt von Kintyre und Angelo Gordon auch ausgeweitet wird. Also wir haben verschiedene Akteure im Markt, die sich diese wichtigen Ankerpunkte an zentralen Verkehrsknotenpunkten unter den Nagel reißen für Bürostandortentwicklung, weil die irgendwie gerade total gut zu verkaufen sind auf dem Markt. Da müssen wir sozusagen großflächig ran und sagen, wie wir diese Standorte insgesamt sichern wollen für eine soziale Stadtentwicklung und wie wir auch dem was entgegensetzen, indem wir zum Beispiel sagen, wir wollen kommunale Versorger stärken. Wir können uns vorstellen, dass wir ein Shoppingcenter-Umbauprogramm
machen. Wir haben als Linke auch dafür gesorgt, dass es einen Antrag gibt, dass eben so ein Pilotprojekt zur Umnutzung von Shopping Malls auf den Weg gebracht wird, wo man dann mal sagen kann, ja, dann sichern wir mal so einen Standort, dann sichern wir die Nahversorgung, dann sichern wir die Arztversorgung, dann sichern wir den Poststandort und all das, was es an diesen wichtigen Orten ja auch braucht. Und können gleichermaßen auch Ideen für eine wirklich linke, eine feministische Stadtentwicklung zum Beispiel mit einbringen und sagen, wir wollen dort Sorgezentren, wir wollen, dass dort Begegnungsorte für die Nachbarschaft sind, aber eben auch Orte, die die Stadt sozusagen, die Orte, in Orten der Stadt sind, wo Frauen in besonderer Weise auch sorgende Personen entlastet werden und wo man sich begegnen kann. Also wirklich auch eine progressive Idee davon, wie man diese Orte weiterentwickeln kann, auch im Sinne einer feministischen Stadtproduktion zum Beispiel. Danke, Katharin. Niloufar, willst du uns mal was zum Herbertplatz? Wie sieht es aus? Was macht die Initiative? Was ist aber auch Kritik? Was bekommt ihr sozusagen für ein Feedback? Weil mit dem Hermannplatz, also mit der Kampagne praktisch gegen diesen Mammutbau, fing ja eigentlich in Berlin die ganze Debatte an, überhaupt mit Leben richtig gefüllt zu werden. It's yours. Ja, danke auch an meine Vorrednerinnen, denen ich auch nur beipflichten kann in den Ausführungen. Ich glaube, unsere Initiative hat sich gegründet vor 3 Jahren und ich glaube, alle heute angerissenen Punkte haben wir damals schon thematisiert und haben im Prinzip auch als Initiative gezeigt, also es fehlt ein Thema, das wir noch nicht thematisiert, aber das bringe ich gleich noch rein. Und wir haben eigentlich mit der Initiative auch gezeigt, dass es eben total viel Wissen und Gespür vor Ort gibt in jeder Nachbarschaft und dass man eigentlich einfach nur mal zuhören muss, was gesagt und analysiert wird, um zu verstehen, was für eine Politik man machen sollte und welche Politik man nicht machen sollte. Und die Sache mit, zum Beispiel, die wir sehr früh herausgefunden haben, ist, dass ein großes Problem, mit dem wir es von Anfang an zu tun hatten, war, dass Sigma ein Konzern ist, der anders, nochmal auch im Konzern, der anders funktioniert als andere Immobilienkonzerne. Und eine ganz andere Entscheidungsmacht und eine ganz andere Handlungsmacht auch hat, gerade weil sie ein Warenhauskonzern zugleich sind. Das heißt, dieser Letter of Intent, diese Absichtserklärung, die wäre in der Form überhaupt nicht möglich gewesen, wenn Sigma nicht gleichzeitig ein großer Arbeitgeber in diesem Land ist, bundesweit. Und wir haben von Anfang an auch kritisiert, dass dieses LOI überhaupt zustande gekommen ist, war für uns ein deutliches Zeichen für ein Demokratiedefizit in der Art und Weise, wie verhandelt wird mit einem Konzern seitens des Senats. Und dass in dem Moment, in dem Arbeitsplätze ausgespielt werden, wird gegen die Ängste und auch die tatsächliche Verdrängung vor Ort, die ja schon in dem Moment seit 10 Jahren wütete, dass das ein Riesenproblem ist. Und das, sowas kann im Prinzip nur Sigma machen, weil sie eben beides sind. Sie sind sowohl Immobilienkonzern, EntwicklerInnen, als auch eben auf der politischen Bühne diejenigen, die eben damit drohen können, ArbeiterInnen zu entlassen. Und in dem Moment, in dem sich der Senat auf eine solche Verhandlung eingelassen hat, hat das Dilemma eigentlich angefangen, weil der LOI ist der Grund dafür, wieso dem Bezirk die Planungsbefugnis entzogen wurde. Und nicht mehr der Bezirk verantwortlich war für die Planung am Hermannplatz, sondern plötzlich der Senat. Und in dem Moment, als das passiert ist, gab es weder einen Kontakt mehr mit den Leuten vor Ort, noch irgendeine Art von Austausch mit PolitikerInnen, die sozusagen in Entscheidungsposition sind. Das heißt, wir haben ziemlich direkt gespürt und gemerkt, wir werden nicht mehr gehört, wir werden nicht mehr gesehen. Und es ist sofort passiert in dem Moment, in dem Signal gedroht hat, die Standorte zu schließen. Und das erwähne ich deswegen, weil das etwas ist,
was, wo ja auch die Linke eigentlich direkt, als dieser LOI zustande kam, auch, glaube ich, im Landesparteitag oder sowas, gesagt hat, wir stehen da nicht dahinter. Es gab einen Parteibeschluss gegen diesen Bau am Hermannplatz. Und ich denke, ich frage mich einfach, was genau passiert in so einer Verwaltungslogik, sage ich mal, dass solche Widersprüche entstehen können, mit denen wir bis heute zu kämpfen haben. Die ganze Misere also, davor, bevor dieser LOI unterzeichnet wurde, hatte man wirklich noch das Gefühl, an der Stelle lässt sich was verändern. An der Stelle kann dieses Projekt verhindert werden. Und das ist eben im Prinzip verunmöglicht worden in dem Moment. Und wir haben von Anfang an auch kritisiert, dass es da um eine Scheinlösung geht. Ja? Weil diese ganzen Betriebe, die erstmal nicht geschlossen wurden, wurden für 3 bis 5 Jahre, ich glaube an einer Stelle für 10 Jahre, erstmal gesichert. Und das, finde ich, ist doch schon mal ein schlechter Deal. Weil wenn man schon so einen Deal schließt, dann muss es auf unbestimmte Zeit und dauerhaft gesichert werden. Gut, aber das war eben nicht der Fall. Und was wir eben stattdessen erleben durften, war eben eine Art von Scheinbeteiligung, die dann von der Senatsverwaltung organisiert wurde mit einer Auftaktveranstaltung vor ein bisschen mehr als einem Jahr. Und kürzlich erschien der Bericht dieses partizipativen Entwurfs, der ist jetzt draußen, ja, nach mehr als einem Jahr, auf 10 Seiten. Im Prinzip wird die Kritik total neutralisiert. Also ich weiß nicht, wer in diesem Raum bei dieser Auftaktveranstaltung war. Es wurde skandiert, es war total viel los, es gab enorme Kritik auf allen unterschiedlichen Ebenen. Von all dem ist in diesem Bericht überhaupt nichts mehr zu lesen. Kann ich mal eben rein, die Beteiligung, ja? Ich wollte dich ganz gezielt fragen, Siegner ist ja dafür bekannt, dass die selber Beteiligungsverfahren machen, ja? Ich weiß noch, ihr habt euch ja damals sehr dagegen ausgesprochen und habt auch versucht, Anwohner zu informieren, weil Siegner auch sozusagen die Straße sozusagen informiert hat, ja? Und wir erleben das jetzt auch an Leo, das war ich auch bei der Veranstaltung, wo das Beteiligungsverfahren, wie man sie das nennen, angefangen wird. Und was würdest du sagen, welches Ergebnis bei allen Verfahren, die ich kenne von Siegner, ist immer das gleiche, nämlich eine Multi-Use-Immobilie, wo immer Büros drin sind, irgend so ein soziales Häppchen gibt es immer, irgendwas wird noch verkauft und dann noch irgend so ein Lübel. Die sehen alle gleich aus. So, wie hast du das damals empfunden, als die versucht haben, euch oder die Bewohner, die Anwohner mit in diese Befragung einzubeziehen? Ja, also ich glaube, Siegner selbst hat auch nie von Beteiligung gesprochen und auch wir haben das nicht Beteiligung genannt, sondern das ist eigentlich Öffentlichkeitsarbeit gewesen. Mhm. Also, und sie nannten das Dialog Hermannplatz und nicht ohne euch. Im Endeffekt hat sich dann vor ungefähr einem Jahr herausgestellt, dass sie von der Agentur Story Machine beraten wurden. Das ist eine PR-Agentur von Kai Diekmann, also dem Ex-Bildchef, die im Prinzip die komplette PR und Narrative von Siegner eben beeinflusst haben. Und im Prinzip ist diese Agentur auch dafür bekannt, dass sie eben es hinkriegen, in sehr brenzligen Situationen Kritik zu neutralisieren, die Stimmung in der Bevölkerung zu verändern. Und das hat Siegner unter anderem dadurch gemacht, mit einer enormen Präsenz auf Social Media, mit sehr vielen auch mit sehr viel Werbung auch auf Social Media, mit einer sehr guten professionellen Pressearbeit, aber eben auch, und das ist so, finde ich, so der Trick, wo man merkt, dass diese Story Machine, diese Agentur sehr smart ist, nämlich eben auch mit Live-Marketing, und zwar im Hinterhof von Karstadt wurde eben so eine Art Café eröffnet und dieses Café wurde als so eine Art Prototyp verkauft. Hier findet das statt, was im zukünftigen Haus stattfinden wird. Und dort wurden Konzerte organisiert, mitten in der Pandemie, weil das eben draußen war, konnte das gemacht werden. Und da hat sich das eben geschafft, auf ihre, sozusagen mit ihrer Methode so die Stimmung
lokal, aber eben auch berlinweit zu beeinflussen in der Bevölkerung. Und hat aber gleichzeitig immer gesagt, nee, wir wollen Beteiligung, aber richtige Beteiligung vom Land nach den Leitlinien der Berliner Bürgerbeteiligung und so weiter und so fort. Das war die offizielle Narrative, dass daraus, dass das ein Versprechen war, wie viele andere Versprechen, das stellt sich ja jetzt inzwischen heraus. Aber das war für uns als Initiative extrem lehrreich, weil in dem Moment haben wir eben gemerkt, das, was Signa macht und Signa agiert, ist, sie nehmen sich die Kritik, sie modeln das um, verweben das in ihre Narrative und tun so, als hätten sie ja alles sozusagen aufgegriffen, ohne die tatsächliche Kritik an der Verwertung und an der Kommerzialisierung tatsächlich überhaupt ernst zu nehmen. Okay, danke dir für die Frage. Vielleicht nochmal einmal zurück zu dem Verhältnis von Arbeitsplatzsicherung und Immobilienentwicklung. Du hast es ja gehört, die Kritik an dem Letter of Intent war sehr hart von einer Seite. Ich kann mich noch erinnern, dass er gesagt hat, naja, die Arbeitsplätze sind jetzt erstmal bis da und dahin von den und den Häusern. Ich glaube, es waren 6 Häuser, die geschlossen werden sollten, 5 oder 6 Häuser. Und das wird durchaus unterschiedlich gesehen. So, ich wollte es aber nochmal fragen, wenn die anfangen, sagen wir mal, am Kudamm, das ist eigentlich das größte Projekt, diese Hochhäuser zu bauen, sie sind ja immer noch nicht davon runter, dann wird doch Karstadt da geschossen. Also 3 Jahre, 5 Jahre, 6 Jahre, weiß ich, wie lange das dauert. Was passiert dann mit dem Geschäft? Also zuerst mal muss man den Wetterauf-Intern kritisch sehen, das ist keine Frage. Aber man muss eben entsprechend genau drauf schauen. Und zuerst einmal ist genau richtig, hat der Wetterauf-Intern dafür gesorgt, dass 4 von 6 Häusern bis heute noch gibt. Das ist nämlich hier zum Beispiel der Leopoldplatz in Müllerstraße und dazu das Ringcenter, Tempelhof und die Wilmersdorfer Straße. Also ohne den Wetterauf-Intern werden diese Häuser jetzt schon gar nicht mehr da. Und dann kann man nur spekulieren, was dann mit dem Standort, nehmen wir hier den Leopoldplatz, wo wir uns hier befinden, dann passiert wäre und wie der heute aussehen würde. Natürlich muss man den auch sehr kritisch sehen, wenn da steht 3 Jahre und angestrebt ist dann 5 oder vielleicht 10. Das ist nicht genug. Deswegen leiten wir den Letter von Tente auch nicht nur positiv, sondern wir sagen auch, er muss sehr deutlich und sehr kritisch bilanziert werden. Und dann muss man Lehren daraus ziehen, muss gucken, wie man eine Signa dazu bringt, sich A, über den absoluten Verpflichtungen hinaus auch dann an die Versprechen, so will ich mal sagen, zu halten. Und das eben so wasserdicht macht, dass es dem auch keinen schleichenden Personalabbau gibt. Und dass es dort dementsprechend auch keine durch die Hintertür Ausweichmöglichkeiten mehr gibt. Und da gibt es natürlich Verbesserungspotenzial, was auf jeden Fall genutzt werden muss. Ich würde mal so platt sagen, man muss aus den Fehlern lernen, die der erste Letter auf Intent durchaus mit sich gebracht hat, und dann gucken wir die Konsequenzen. Und das ist eben ganz genau kiezgerecht zu bauen. Am Bedarf nicht vorbeizubauen, keine Luxuswohnungen. Und das ist genau wieder unser Thema, der langfristige Erhalt der Warenhäuser mit seinen Arbeitsplätzen auch in Umbauphasen. Und daher ist aus meiner Sicht, weil das jetzt in Kudamm speziell angesprochen, der Torsten braucht nicht gelutscht, dann passiert bis da noch nichts. Und dann muss im allerhöchsten Zeit zu schauen, wie man genau da die Fehler aus dem ersten Wetterauf-Intent bilanziert, verhindert und verbessert, sodass alle Beteiligten erfahren und alle Kritiken dann gewürdigt werden und sich entsprechend ein neues Papier oder was auch immer, eine neue Lösung, die ich mir erstmal noch mal sagen will. Darf ich direkt dazu was sagen? Mit einem Immobilienkonzern wird man das nie bekommen. Das wird man mit einem Immobilienkonzern nicht bekommen. Das ist eine Verhandlungsstrategie mit einem Warenhauskonzern. Aber mit einem Immobilienkonzern, also dem würde ich, und das glaube ich, haben wir jetzt auch schon gelernt, der Signa kann man nicht vertrauen. Das, also die halten sich auch nicht an ihre Versprechen. Es ist nicht, es scheint nicht ganz klar zu sein. Also mir ist auch nicht klar, was passiert, wenn die Modelle, die die Signa vorhat, wofür es jetzt vorrangbezogene Bebauungspläne gibt, das ist sehr das Mammutprojekt am Hermannplatz und das sind 3 Hochhäuser am Kudamm. So, mit diesen Vorhaben wirst du die Warenhaushäuser nicht aufhalten können. Ne, sondern es wird am Hermannplatz geplant, woanders das hin zu transferieren, wenn überhaupt. Und was am Kudamm laufen soll, kenne ich keine internen Planung. Und das ist meine Frage gewesen. Wird es dann betriebsbedingte Kündigungen für diese riesen Mammut-Bauvorhaben geben? Und die werden mehrere Jahre dauern. Und wohin willst du die Leute dann umsetzen, wenn gleichzeitig nach der Insolvenz
dann mehr als die Hälfte der Häuser geschlossen wird. Das ist doch die Frage. Also die Frage ist ganz klar, helfen diese Immobilienpläne überhaupt, Arbeitsplätze zu sichern oder geht nicht umgekehrt der schon darauf? Das ist die Frage. Sie helfen dann, wenn man zum einen bei den der großen Standort, die ich super genau schon im Bau aufging. Und das sind ja Kudem, Alexanderplatz und Hermannplatz. Und dann eben auch schaut, dass man dort genau großartige Gefahrenhäuser entstehen. Die müssen ja nicht genauso groß sein, wie sie es jetzt sind. Das ist vielleicht auch gar nicht nötig. Aber dass eben entsprechend genau genug Fläche für die Warenhäuserentwicklung bleibt. Wir setzen uns nie für den Halt aller Warenhäuser ein, weil sie sind lokal total unterschiedlich. Es hat lange funktioniert. Es gibt Konzepte, die wir auch wieder funktionieren für die modernen stationären digitalen Beschreibung. Und unsere klare Forderung ist, dass sowohl in den großen Projekten wie auch in den kleineren Warenhäusern die Warenhäuser erhalten werden, dass natürlich angepasst werden muss, dass natürlich modernisiert werden muss, aber entsprechend die Beschäftigten dann trotz ein Rückgerecht haben und inzwischen in den Warenhäusern, wie zum Beispiel Steglitz, wie zum Beispiel Spandau, gibt es noch andere Standorte, wenn er inzwischen dort einen Übergangsarbeitsplatz bekommen in den vorhandenen Häusern und dann ein Rückgerecht in die neue Warenhäuser, die in den Standort noch wieder existiert. Ich finde den, deswegen habe ich das gerade auch nochmal gewählt, ich finde den Punkt, den wir jetzt erreicht haben in der Debatte, eigentlich total spannend, weil er nämlich genau die Situation skizziert, in der wir 2020 waren, als es nämlich hieß, wir müssen jetzt die eingesetzten Beschäftigten sichern. Wir wissen aber eigentlich, ist das mit diesem Partner überhaupt nicht möglich. Und die Stadt war massiv erpressbar, weil es war mitten in der Sommerpause und es ging alles super schnell. Es war mitten in der, also sozusagen mitten in der Pandemie. Und es war sozusagen, wir waren überhaupt nicht handlungsfähig. Und das will ich auch nochmal sagen, was mir jetzt immer klar geworden ist, weil ich finde, die beiden Perspektiven eigentlich sozusagen von Nilofar, die ArbeiterInnen im Umfeld des Hermannplatzes ja auch organisiert hat. Und du, Ralf, der sozusagen den Blick hat auf die ArbeiterInnen bei dem Warenhauskonzern, was ich total interessant finde, dass es bisher eigentlich noch nicht gelungen ist, diese Kämpfe zu verbinden und zu sagen, wir haben die ArbeiterInnen im Kiez noch nicht geschafft, mit denen aus dem Warenhauskonzern eigentlich zusammenzubringen. Und das wäre, glaube ich, eine richtig spannende Perspektive, für sozusagen die Kämpfe zu verbinden, aber auch eine gemeinsame Solidarität, die auch klar macht, dass es für uns alle eine Verantwortung ist in den Kiez hinein und wie sozusagen die Stadt für alle funktionieren kann. Und da wäre jetzt meine Frage nochmal an dich, Ralf, wäre es nicht eigentlich cool, jetzt mal mit Blick auf den Hermannplatz zu sagen, wir machen, nicht wir, also ich nicht, ihr, macht eine Belegschaftsversammlung gemeinsam mit den ArbeiterInnen, die Nilofar ja sowieso ringsherum auch, die ganzen Leute, die ringsherum auch Gewerbetreibende sind, für die sie ja sozusagen auch immer gesprochen hat, die gesagt hat, die werden ja auch verdrängt. Also es verlieren nicht nur die Leute im Warenhauskonzern ihren Job, sondern die Leute ringsherum verlieren ja auch ihre Unternehmen. Und genau das jetzt mal zusammenzubringen, das könnte man am Hermannplatz auch wirklich mal machen. Und dann würde ich auch sagen, glaube ich, könnte man die Ossis auch noch mal fragen, weil die haben 1990 auch alle erlebt, wie sozusagen auf einmal so eine Rasierklinge angesetzt wurde an die ganzen Jobs. Vielleicht kann man da Alex auch noch mal mit den Leuten sprechen, die schon so lange dabei sind und wissen, dass man eben wirklich am Ende die Warenhäuser besetzen muss, weil das die einzige Sprache ist, die diese Leute verstehen oder andere Mittel, zu anderen Mitteln greifen. Wenn ich dann, also ich bin mir sicher, dass unsere Interessen da gar nicht mehr auseinanderliegen, auch wenn es vielleicht jetzt in der Diskussion so ein bisschen so erscheint. Weil ich wollte nämlich auch gerade, und das ist mir im Grunde fast jetzt so vorweggenommen, auch gerade nochmal hinzufügen, dass wir ja immer bisher von den Warenhäusern und den Beschäftigten im Warenhaus gesprochen haben, was ja gar nicht vollständig ist. Es fängt ja schon an, dass die meisten Warenhäuser schon eine Lebensmittelabteilung drin, eine Gastronomie ist oben drin, da steht vielleicht auch noch Galerie oder Garten drauf, da war auch schon Arbeitnehmer drin, die gar nicht mehr zur Warenhausgebühr sind und die man dann manchmal gar nicht mehr mitzählt. Wir haben dort Shop-and-Shop-Systeme, wir haben Flächenvermietung, wir haben Geschäfte, die arrondiert sind, die zum Beispiel von außen zu erreichen, in Imbiss-Gastronomie. Und wir haben dann entsprechend auch noch die Straße drumherum, die Geschäfte drumherum noch mit einzubeziehen. Die kleinen Händler, die alle auch so partizipieren, dass dadurch halt als Anbieter der Kundenstrom überhaupt da ist. Und der Gedanke, sich da nochmal zusammenzusetzen und dann nochmal den gemeinsamen Nenner rauszuarbeiten, der definitiv vorhanden ist, ist absolut notwendig. Absolut. So, nun letzte Frage. Christoph wollte noch was sagen, Thema Geldwäsche haben wir noch mal angesprochen. Und dann könnt ihr schon mal überlegen, was ihr von Kunden wollt. Genau, ich fand, also in jedem Fall, du hast ja den schlechten Deal angesprochen. Ja? Und das finde ich beeindruckend, ist ja die Signal-Geschichte generell.
Ja, Herr Benko hat ganz arm angefangen und hat irgendwie ganz viele schlechte Deals gemacht. Sehr gut für ihn, sehr schlecht für die Städte, in denen er ist. Da gibt es eine lange Geschichte mit Bozen, wo das ähnlich gelaufen ist mit Erpressung und Beteiligungsverfahren. Und die Frage, wie kommen diese schlechten Deals zustande? Ist es tatsächlich die Vision, die Herr Benko sehr überzeugend vertritt? Oder sind es die PR-Agenturen, die er anheuert? Oder ist es tatsächlich das Erpressungspotenzial mit den Arbeitsplätzen? Oder ist es am Ende tatsächlich kriminell? Und zu diesem letzten Aspekt will ich nur ganz kurz was sagen. Also es ist offensichtlich kriminell. Herr Benko wurde ja auch letztendlich gültig 2013 der Bestechung verurteilt, hat damals 150.000 Euro an den Ex-Premier von Kroatien gezahlt, damit er in Italien dafür sorgt, dass die Besteuerungsverfahren schnell zu Ende gehen, in seinem Sinne. Jetzt war er vorletzte Woche wieder vor Gericht mit einem ganz, ganz ähnlichen Fall. Er hat angeblich, also 100.000 Euro in das Südafrika-Projekt von einem Finanzmitarbeiter aus Österreich gezahlt und hat ihn auf seine Yacht eingeladen und hat eben da auch wieder für ihn günstige Besteuerung erreichen wollen. Die Geschworenen haben jetzt gerade vorletzte Woche gesagt, es gab nicht genug Beweisung, ihn tatsächlich am Ende da in den Knast zu bringen dafür. Die Anklagebehörde, also die Staatsanwaltschaft aus Österreich, hat gesagt, sie wollen Berufung einlegen, also da wird noch verhandelt. Und von den ganzen Spiegelartikeln, die es mittlerweile gibt, fand ich einen am allerbemerkenswerten. Da geht es nämlich darum, wo das Geld ursprünglich herkam. Ja, Herr Benko sagt ja immer, er hat irgendwo in den Lofts, die er in Wien gebaut hat, einen reichen Unternehmer getroffen und der hat ihm so viel Geld und so viele Kontakte bei den Banken verschafft. Und was er aber nicht sagt, ist, tatsächlich ist auch sehr viel Geld im Bargeldkoffer bei der Züricher Bank angekommen, von einem Brasilianer, der irgendwo in Sizilien Altmetallhandel betreibt. Was kann dabei schiefgehen? Der hat tatsächlich seinen Bargeldkoffer in Zürich zur Bank gebracht und das ist dann an einen Treuhand in Liechtenstein geflossen, wo Herr Benko als Treuhänder für diesen Brasilianer auftritt und dann als Beteiligter an der Signa auf dem Papier die Benko Privatstiftung, Familienstiftung auftaucht und wo von außen nicht sichtbar ist, dass hinter der Benko Familienstiftung am Ende eben dieser Bargeldkoffer des Brasilianers steckt, weil Herr Benko tatsächlich diesen Bargeldkoffer treuhänderisch da verwaltet. So, das, also so absurd tatsächlich, können Sie im Spiegel nachlesen, so absurd war das und der Spiegel hat da auch intern Unterlagen bekommen aus Liechtenstein, um das nachweisen zu können, weil das sonst von außen tatsächlich nicht sichtbar ist. Da gibt es meines Wissens nach auch keine Geldwäscheermittlungen in Liechtenstein, ist ja auch mal etwas schwierig, aber das wäre tatsächlich aus meiner Sicht die spannendste Frage tatsächlich. Wie gesagt, wo kommt das Geld her und wie viel macht dieser Bargeldkoffer aus Italien heraus? Danke. So, jetzt hat man vielleicht gemerkt, wie viele verschiedene Aspekte wir hier noch besprechen könnten, auch weiter besprechen können, aber man kann noch welche hinzufügen. Wir haben über das Verkehrsbedingungen geredet, über Hermannplatz, lasse ich jetzt mal stehen. Also, wer hat Fragen, wer möchte was sagen? Wir gehen jetzt mit dem Mikro. Das ist mir das. Okay. An Fragen. Ich erstmal. Wenn wir euch gerne besammeln, wenn es welche gibt, sammeln wir erstmal zwei, drei. Danke erstmal für den Einblick. Mir war vor allem das solche nicht klar, dass es eine Doppelrolle von der Liga gibt. Für meine Begriffe wird da absolut mit der Menschlichkeit gespielt. Und was ich da sehr stark aushöre, ist glaube ich eigentlich nur, dass Signa daran interessiert ist, die Immobilien und die Interessen weiter zu vertreten, die dahinter stehen, wo die Gelder reinfließen. Also, ich meine, die Arbeiterinnen und Arbeiter können einem leid tun, aber das ist ja ein Personal von Signa. Also ich meine, um die geht es doch schon lange nicht mehr. Und ganz klar stehen natürlich die heutigen Warenhäuser in Deutschland auch in internationalen Konkurrenz. Sind teilweise vielleicht traditionspflege Konzepte, wo man auch klar sagen muss, schwierig. Aber ja, ich finde den Namen total interessant und wollte euch noch gefragt haben, inwiefern das vielleicht so einen Actionplan auch gibt, kurz- und langfristig, also was wir vielleicht heute Abend auch irgendwie noch zusammenfassen können und wo wir weitermachen. Thank you.
Ja, hallo, von meiner Seite auch. Mein Name ist Martha Kiederfeld. Ich bin hier Mitglied in der Bezirksverordnetenversammlung, also dem Bezirksparlament und auch im Stadtentwicklungsausschuss und deswegen eben auch sehr eng vertraut mit der Auseinandersetzung am Leopoldplatz. Und wir haben eben dort den Fall, dass sich Signa, das hatte Tobias von Steinmann schon skizziert, Signa sich im vergangenen Jahr dort auch eingekauft hat in die Immobilie. Und also wer jetzt hier beim Leopoldplatz angereist ist, der weiß ja auch, das Gebäude ist stark baufällig. Also da muss ich auf jeden Fall was tun und es ist auch vollkommen klar für uns alle, dass es umgebaut werden muss. Wir haben jetzt allerdings den Fall, dass es so eine angebliche Bürgerinnenbeteiligung gab, wo wir eben sehr, sehr intensiv auch darauf gepocht haben, dass wir gesagt haben, da müssen die Anwohnerinnen, aber auch eben die Beschäftigten mit einbezogen werden in diese Beteiligung, weil sonst nutzt es nämlich keine. Und der Baustadtrat von der SPD dann daraufhin gemeinsam mit Signa ein Beteiligungskonzept in Anführungsstrichen entwickelt hat, das am 1. Dezember stattfand. Gabi hat auch vorhin schon davon berichtet. Und wir hatten dort tatsächlich auch die Situation, dass ganz, ganz viele Anwohnerinnen und Anwohner gesagt hatten, das kann doch nicht angehen, dass jetzt hier so ein Büroturm hinkommt oder irgendwie Luxuswohnungen hinkommen. Das kann doch nicht sein. Das brauchen wir nicht. Was wir hier brauchen, das ist ein Warenhaus. Wir brauchen irgendwie den Ankerpunkt hier in diesem Bezirk. Wir müssen irgendwie, also das ist wirklich ein Treffpunkt auch hier in diesem Bezirk. Und da sind doch, Ralf hat es gerade gesagt, das sind nicht nur die Mitarbeiterinnen, die dort drin arbeiten, sondern da ist ein Blumengeschäft, da unten ist ein asiatisches Supermarkt und so weiter. Und genau, was jetzt aber in der Aussuchung drinsteht, die veröffentlicht wurde vergangenen Monat, ist, dass nur noch 15.000 Quadratmeter tatsächlich für das Warenhaus vorgesehen sind und doppelt so viel aber für Büroflächen. Und es ist quasi, das muss man sich mal vorstellen, es ist doppelt so viel für Büro und zwar auf jeder Tafel in diesem Beteiligungsverfahren stand das drauf, kein Büroturm. Wir wollen hier keinen Büroturm. Sie haben das Gegenteil gemacht von dem. Und eine Sache, die mich persönlich auch wirklich sehr geärgert hat, war, dass wir im Ausschuss, im Stadtentwicklungsausschuss, einen sehr guten Antrag beschlossen haben, der eben auch sagte, wir brauchen hier eine starke Beteiligung, wir wollen die Rechte der Mitarbeiterinnen schützen, wir wollen die Rechte der Anwohnerinnen schützen und vor allem wollen wir diesen Aufwertungsdruck verhindern. Und haben diesen Antrag dann auch beschlossen, auch mit den Stimmen der Grünen, der SPD, woraufhin dann auch der Baustadtrat sagte, das ist schön, dass ihr hier das beschlossen habt, aber das dürft ihr jetzt selber Signa vermitteln, das wird er jetzt nicht im Namen des Bezirksamtes machen. Wo ich dann gesagt habe, entschuldige mal, das war hier gerade ein demokratisch gefällter Beschluss des der BVV, der gewählten Vertreterinnen und der Stadtrat möchte sich jetzt hier dafür nicht einsetzen. Das finde ich auch nochmal erstaunlich insofern, als dass es bedeutet, auf wen kann man sich hier verlassen in diesem Konflikt und auf wen nicht. Aber ich finde das, was du gerade angesprochen hast, sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, wir müssen uns auch nochmal ganz konkret hier an diesem Ort, am Leopoldplatz, überlegen, wie wir damit umgehen. Den Punkt, dass wir irgendwie einen Plan brauchen, wie wir jetzt weiter vorgehen. Also weil was eben nicht passieren darf, ist, dass Signa einfach weiter diese angebliche Beteiligungsveranstaltung machen kann und der Stadtrat da irgendwie so lächelnd daneben steht und tatsächlich aber nichts passiert, dass irgendwie die Anwohnerinnen mit einbezieht oder die Anwohnerinnen auch schützt vor dem Aufwertungsdruck und auch die Mitarbeiterinnen irgendwie schützt. So. Genau, insofern hoffe ich, dass wir da nochmal hinkommen, dass wir auch hier die Nachbarinnenschaft nochmal weiter animieren können, da aufzustehen. Danke, Martha. Ich würde Ansätze ergänzen, was ich ganz interessant fand, weil es ein ungewöhnlicher Fall war, ist, als der LOI gemacht wurde. Da war ja der Leopoldplatz auf der Liste der Häuser, die erhalten werden sollen, aber eigentlich von Signas Seite aus geschlossen werden sollen. So, das hat man sozusagen ausgehandelt. Und deswegen fand ich das so interessant, dass sich Signa in dieses Haus eingekauft hat, nach dieser ganzen, also während der Krise sozusagen. Das war kein Signa-Haus, sondern gehörte Bayerische Versicherungsgesellschaft. Und Signa hat sich da zur Hälfte eingekauft und das haben die nur gemacht, um da zu bauen. Oder um Karstadt zu schließen, würde ich sagen, als Gemeinde. Aber das ist ein ungewöhnlicher Vorgang, der da gestattet wurde. Eigentlich hätte man das Haus aufgeben können, weil es sozusagen verhandelt war, 2-3 Jahre und dann tschüss. Eine Frage noch und dann kann ich nochmal. Ja, hallo, guten Abend, Boris von Fleck. Zu Karstadt, also lass nochmal hier. Geht richtig, ne? Ja. Mal abseits dieses LOI, bei Karstadt haben wir ja eine komplett andere Konstellation. Der Baustadtrat, der wurde ja auch bei dieser ersten Veranstaltung irgendwann im Herbst gesagt, dass sozusagen dieser Karstadt, da existiert ein Bebauungsplan,
was eine reine Warenhausnutzung vorsieht. Das heißt, eigentlich hat der Bezirk an der Stelle die stärkste Verhandlungsposition, die man sich vorstellen kann. Wir haben geltendes Recht, also es ist ein bisschen anders als an den anderen Standorten. Und in Farm ist so ein bisschen wieso von vornherein so eine klare Rechtsposition geräumt werden. Das ist mir also absolut schleierhaft, weil diese Frage jetzt auch sozusagen zum Erhalt der Warenhäuser, wie wir es auch in der LOI gesehen haben, dazu gibt es ein Gutachten des Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzberg, dieser harte Betriebspflicht ist definitiv nicht durchsetzbar. Wenn Singer die Häuser zumacht, nach meiner Prognose werden sie die PÖP zumachen, wenn vielleicht nicht gleich, aber in ein paar Jahren, es wird kein Warenhaus in dieser Stadt mehr geben, da wird man überhaupt keine rechtlichen Dinge daraus ziehen können, weil einfach diese Kopplung rechtlich gesehen komplett unzulässig ist. Und insofern frage ich mich hier so ein bisschen hier, wo wir als Stadt eine starke Position haben, am Leopoldplatz. Wieso kommt da so ein blödsinniges Beteiligungsverfahren, ne? Überzeugungsmäßig von Singer organisiert in der üblichen PR-Masche? Wieso kommt der Bezirk nicht, also der Stadtrat, der Rote, und sagt, nee, wir waren ja erstmal gar nicht. Stattdessen werden wieder Mixed-Use-Konzepte gemacht, wo mehr Büroflächen sind als Warenhausfläche. Die hat ja Marmorplatz. Da steht die Bürofläche steht ganz klein, ne? 40.000 Quadratmeter. Das ist ein Bürostandort, sollte der Herr Marmorplatz. Also da frage ich mich auch, warum wird nicht politisch wesentlich härtere Kante gezeigt wird, als in der Zeit der Fall ist. Jetzt hier noch und dann machen wir eine Zeit. Ja, wenn wir noch Fragen sind, und dann kann man nochmal die Noten machen. Wenn noch. Ja, das sieht man, weil ich habe nichts mehr. Ja, ja, gut, das ist ja schon. Ich habe keine Frage, aber Anmerkung. Wenn ich an Kofferstandorte denke, denke ich immer, das sind total privilegierte Standorte. Das hat eine Geschichte, dass genau an diesen Orten so ein Kofferstandort steht. Da haben vor vielen Jahren Stadtverwaltung einen Abriss genehmigt und diese privilegierten Standorte geschaffen. Die haben das getan, um die Verdorbung der Stadtbevölkerung mit Waren zu ermöglichen. Und ich denke, allein deshalb gibt es eine Verantwortung, ich sage jetzt mal pauschal, der Stadtverwaltung für diesen Fleck. Und wir sehen im Augenblick, dass Leute wie Geisel und wie Giffey eine andere Vorstellung dafür haben, was da passieren darf. Unsere ist völlig anders. Wenn Geisel erzählt, es ist im Sinne der Stadtentwicklung, wenn am Hermannplatz ein solches Großprojekt entsteht. Dann finde ich, ist es unsere Aufgabe, dagegen zu sprechen. Und Katharin hat schon Vorschläge gemacht. Ja. Wenn man sagt, ja, wir können uns vorstellen, dass so ein Standort umgebaut wird, aber tatsächlich umgebaut und in der Kubatur kein neues Hochhaus, sondern ein Ort, wo man sich vorstellen kann, wo eine Warenversorgung stattfindet, aber auch eine soziale Nutzung. Und das ist, glaube ich, das, was wir weiter verfolgen müssen. Dass wir Vorschläge reinbringen in das Ganze und diese radikale Geschichte hier, dann müssen wir vielleicht auch mal einen Standort besetzen. Das ist vielleicht auch was möglich ist. Also wir müssen nicht immer nur freundlich sprechen und sagen, ja, vielleicht ist das, was Tegner da als Beteiligungsverfahren verkauft, nicht. Ich glaube, wir dürfen auch viel deutlicher sagen, das halten wir für Betrug, das wollen wir nicht. Ja. Nochmal. Ja, ich denke auch, es ist ganz wichtig, nochmal herauszuarbeiten, wer welche Interessen hat. Und ich denke, wenn das klarer wird, kann man auch schauen, wie Koalitionen zusammengefügt werden, um solche Entwicklungen, die jetzt anstehen, möglicherweise zu verhindern oder zu verschieben zumindest. Und da muss man ganz klar sagen, dass FDP, CDU und auch mindestens die SPD-Führung hier in Berlin ganz andere Interessen haben als wir. Und wenn man das nicht klar vor Augen hat und nicht versucht, das auch zu verändern und da andere Mehrheiten
in Bewegung zu bringen, dann werden alle diese Konzepte, die ausgedacht werden, natürlich auch scheitern. Das heißt, wir brauchen ganz große Mehrheiten und ich finde den Ansatz auch ganz richtig, dass versucht wird zumindest, diejenigen, die betroffen sind vom Arbeitsplatzabbau, also bei Karstadt und Kaufhof, also die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, zusammenzubringen mit den anwohnenden Menschen, die auch meistens Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind und möglicherweise ähnliche Interessen haben, die sich an bestimmten Stellen schneiden. Das muss zusammengebracht werden, ganz dringend. Da muss die Gewerkschaft auch deutlich viel deutlichere Worte noch auch finden in der Öffentlichkeit und muss auch in der Lage sein, die SPD und ihren entsprechenden Senator hier in Berlin zu kritisieren. Und als letzten Zug kann man sich tatsächlich denken, dass von allen Kräften, die dazu bereit sind, auch ein Warenhaus besetzt wird. Das halte ich zumindest für möglich. Und wenn man es nicht ausspricht und bekannt macht, wird es auch niemals passieren. Ja, und ich würde vielleicht nochmal auch einladen, die Kreativschaffenden mit einzuladen, weil die unglaublich viel Wirkungsmacht eben auch zum Beispiel die Frieren hat eine sehr große politische Tragweite auch. Und hier im Bezirk ist ja leider der Fall auch eingetreten, dass Berlin Wedding gar keinen Platz mehr hat durch das Rathaus, was neue Nutzungskonzepte bekommen hat. Und letztendlich kann man jetzt vielleicht das Fassade spielen von der Rede von Karstadt. Und ich glaube an die Tragweite der Kreativschaffenden und der Kunst hier in der Stadt vor allem auch. Und genau, das wäre vielleicht noch ins Rennen bringen, gerade was da gesetzt und auch in der Worüber wir auf jeden Fall kaum gesprochen haben, ist, dass im Zuge dieses Verfahrens das Gebäude wahrscheinlich für 5, 6, 7 Jahre geschlossen wird. Und dass es enorme Auswirkungen auf die Umgebung hat. Gut, ja, wir hatten das kurz angesprochen bei den großen Umbauten oder Neubauten, wie nochmal das nennt, zum Beispiel. Das wird ja Jahre dauern. Das heißt dann eine praktische Schließung von Karstadt, obwohl es ein eigenes Gebäude ist. Das wird darauf hinauslaufen. Andere werden geschlossen haben, weil es nicht eigene sind, sondern andere dahinter stehen, wenn es auf der Straße umgewandert schon ist, es nicht gemacht wird und so weiter. Also angesprochen hatten wir es, aber lösen kann man es so einfach nicht. So, ich würde dann hier jetzt nochmal euch bitten, abschließende Sachen, vielleicht könnt ihr sagen zusammen, was habt ihr Lösungen jetzt gefunden in der Debatte? Ich wollte noch auf eine Sache hinweisen, weil die mir sehr wichtig zu sein scheint. Also, wer profitiert, wer zahlt? Also, ich denke, es ist eindeutig geworden, wird es deutlich geworden, gezahlt haben immer die Beschäftigten. Also, ich habe das nur seit der Akandor-Schließung 2009 verfolgt, was alles davor war, weiß ich nicht mehr. Da wollte ich nochmal erwähnen, dass ja damals der Vorsitzende des Vorstands, Herr Mittelhoff, der ist ja eigentlich berühmt geworden, leider im Knast gelandet, jetzt ist er geläutert, habe ich neulich in der Fernsehshow gesehen. Und er hat auch ein Buch rausgegeben, das weiß er alles besser. So, der hat vor der Pleite unglaublich viele Häuser von Karstadt verkauft, an Highstreet damals, und hat sie dann teuer zurückgemietet. Der ist eigentlich der Erfinder des Grundmodells, was heute noch zum Teil betrieben wird. Das hat 4,5 Milliarden Einnahmen gebracht bei Karstadt, die dann in den Folgejahren verballert worden sind. Für Unsinn offensichtlich. So, das ist erstmal ganz wichtig. Da ist ein Teil der ganzen Immobilien sind einfach veräußert worden. So, und dann hat man gesagt, gut, dann miete ich meine eigenen Sachen wieder zurück. Kostet mich zwar mehr, aber ich habe dann erstmal Cash. So, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den man immer im Kopf haben muss. Dann hat es diese Pleite gegeben, schon damals, 2010, hat der Berggründer für 1 Euro Karstadt gekriegt. Das hat die liebe Uschi von der Leyen damals noch wieder eingefädelt. Und die Schuldner mussten auf 2 Milliarden schon damals verzichten. Ja, da hat also irgendjemand gezahlt und der andere hat nicht gezahlt und im Laufe der Jahre dann kassiert. Und diese
die Insolvenz, die dann 2020 gelaufen ist, waren es auch 2 Milliarden, erinnert euch vielleicht, die die Schuldner bezahlt haben. Jetzt steht schon wieder eine Insolvenz an. Sollte mich wundern, wenn das billiger würde für die Schuldner. Und während dieses ganzen Prozesses, wo Benko sozusagen Karstadt und Kaufhof hat, ist ja bei der Fusion, hat sich etwa die Beschäftigtenzahl fast verdoppelt. Es waren, ich glaube, 32.000 oder mehr. Du weißt es vielleicht besser, weil. Und er hat es geschafft, bis heute die Anzahl der Beschäftigten zu halbieren. Das heißt, aus 2 Warenhäusern hat er von der Anzahl der Beschäftigten wieder 1 gemacht. 17.400 gibt es heute. Ja, das war nur so. Man kann sich dann schon fast denken, dass irgendwas an diesem Modell nicht gut ausgeht für eine Seite. Dann hört es was raus. Ich wollte das nur noch mal eingeben. Jetzt zu euch die Schlussrunde und dann gebe ich das Schlusswort dem Veranstalter. Ja. Ach, oh. Na, hast du? Ja, ich mache gerne. Ich versuche es so kurz wie möglich zu machen, es ist ja schon sehr, sehr vieles gesagt, nahezu alles teilig, auch was gesagt worden ist. Ich glaube, wichtig ist auch, dass die Politik ihre Trümpfe nicht so schnell aus der Hand gibt. Du hast es im Prinzip eindeutig und gut beschrieben. Auch ich war bei den Beteiligungsverfahren am Leopoldplatz 2, ich spreche mir da auch aus der Rede, möchte noch eins ergänzen. Ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, dass sich ein Kollege von Karstadt auch zu Wort gemeldet hat, der wurde quasi der Mundregel nicht verboten. Obwohl es viele auch bei den Anwohnerinnen gab, die ihn gerne gehört hätten. Und das Publikum, wenn ich mal so sagen darf, die Teilnehmenden auch sehr gerne da mal eine Stimme aus einer Betroffenen oder von einer Betroffenen gehört hätten, es wurde ihm regelrecht der Mund verboten. Das ist mir nochmal so. Also wie sieht man Beteiligungsverfahren abhält, ist sicherlich mehr als grenzwertig, um es vernünftig auszudrücken. Ich möchte nur ganz kurz nochmal zusammenfassen. Natürlich. Setzen wir uns ein und fordern den Erhalt aller Warenhäuser in Brandenburg, also der 10+2 in Brandenburg, den ich hier nicht ganz vergessen habe, den ich hier erstmal in Berlin beschäftigen. Allen voran natürlich noch aller konkreten Jobs, aller Arbeitsplätze, auch in den Umbauphasen und eine Wiedereröffnung von Warenhäusern in angemessener Größe, die nämlich dann genau möglich macht, dass eben kiezgerecht, dass im Einklang mit den Örtlichkeiten regional aufgestellt, denn entsprechend ein Mehrwert von den Objekten geschaffen wird. Und da fordern wir eine Bilanz des Wetteraufenthalts und eine Neuauflage, aber eine wasserdichte im Bündnis mit den zivilgesellschaftlichen Initiativen und oder auch mit Gemeinwohl- und Nachhaltigkeitsorientierung. Das ist uns ganz wichtig, denn bisher ist es einfach so, dass das Warenhaus aus unserer Sicht besser funktionieren kann, als es gar nicht hier momentan abliefert. Das geht aber auch nur mit Beschäftigten. Und das geht für den kompetenten Beschäftigten, denn es kann nur dann funktionieren, sich vom Onlinehandel abgrenzen, wenn es Bedingungen und Beratung gibt. Das ist ja schon viel zu wenig geworden. Und die momentanen Antworten, Filialschließung, Personalabbau, Kosten sparen, sind kein Konzept. Sondern müssen Konzepte eingebracht werden. Und dann glaube ich, und gerade auch mit den völlig berechtigten Ausführungen, die hier von einem Kram und die auch nochmal also auf den Punkt gebracht hast, dann glaube ich, haben wir hier eine Chance, wenn wir uns wirklich alle da nochmal zusammentun. Und auch wenn wir ein Haus besetzen, also ich komme auf jeden Fall. Also ich kann nicht viel beitragen, vielleicht nur ganz meine persönliche Meinung nochmal sagen. Zum Actionplan würde ich tatsächlich sagen, mich den Worten von Bruno Ramelow anschließen und sagen, überall Schrecken. Ein Ende mit Schrecken, erst ein Schrecken ohne Ende und vielleicht ist es irgendwann auch Zeit, diese Hoffnung aufzugeben und Karstadt Kaufhof ein Pleite geben zu lassen, den 680 Millionen nicht nochmal hunderte Millionen hinterher zu schmeißen und tatsächlich darauf vertrauen, dass mit den kreativen Kräften aus dem Kiez in Berlin sowieso, in Ostdeutschland wird es sehr viel schwerer wahrscheinlich, aber in Berlin sowieso was Besseres, Neues entsteht. Und tatsächlich vielleicht jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, wo dieser Schrecken mal zu Ende gehen muss, weil da aus meiner Sicht Signal nichts Gutes draus macht. Ja, das genau. Von meiner Seite nur eine kleine Anekdote. Ich habe, als der Galeria Kaufhof in Braunschweig zugemacht hat, da habe ich noch bis vor einem Jahr gearbeitet. Da habe ich die damalige Betriebsratsvorsitzende interviewt und mit den Studierenden mit ihr gesprochen
Und als ich Sie gefragt habe, meinen Sie, da könnte jetzt noch was passieren, das Gebäude steht leer, meinte sie, ja klar, natürlich, wir sind alle Mitarbeitenden, sind in einer WhatsApp-Gruppe und natürlich kam das Thema Selbstverwaltung auf, nur bekommen wir keine Unterstützung von der Politik. Und da würde ich nochmal sagen, wir müssen auch nicht unbedingt jetzt in Richtung Zwischennutzung gehen und ein zweites Floating University oder Haus der Statistik erfinden. Es gibt Menschen, die kennen sich damit aus, die haben ihre Arbeit verloren. Bis vor einem Jahr waren die meisten auch aus dem Betrieb auch noch tatsächlich erwerbslos. Und die wollen, die können, die haben das Know-how. Sie meinte, wir haben die Leute im Haus, die kennen jede einzelne Steckdose, die kennen das Gebäude, die ihre Westentasche, die kennen, die haben Leute, die wissen, wie man ein Sortiment aufmacht, wie die Logistik funktioniert und so weiter und so fort. All das muss nicht verloren gehen in dem Moment, in dem sich ein Konzern überlegt, ein Gebäude zu schließen. Es gibt Menschen, es gibt enorm viel Wissen. Und es gibt auch den Bedarf für diese Häuser, weil es geht ja nicht nur darum, dass die Innenstädte leer sind, wenn die Warenhäuser zu machen, sondern es geht auch darum, dass dann sozusagen die Versorgung, die lokal möglich ist, noch mehr durch den Onlinehandel abgelöst wird. Und wir eigentlich dann noch schlechtere Arbeitsbedingungen in den Logistikzentren haben. Wir noch mehr Verkehr auf den Straßen, weil nicht mehr die Leute zum Warenhaus gehen, sondern jedes einzelne Produkt hingefahren werden muss zu den Menschen. Was das eigentlich aus einer Klimaperspektive bedeutet, müssen wir uns auch nochmal vergegenwärtigen. Es geht um die Rettung der, also ich will nicht sagen, es geht um die Rettung der Arbeitsplätze, weil mit Siegner sind die Arbeitsplätze lost. Da brauchen wir uns nichts mehr einzubilden. Man kann vielleicht noch ein, zwei Jahre das länger aufrechterhalten oder auch nicht. Aber eigentlich müssten wir uns viel mehr fragen, es gibt die Leute, es gibt das Wissen und eigentlich müsste das nur noch anders organisiert werden. Es muss unterstützt werden und es gibt schon tausende Alternativen da draußen, wie man das machen kann. Von den Genossenschaften hin bis zu, ich weiß nicht was. Es gibt lauter Möglichkeiten, und wir sollten keine Deals mehr mit solchen Konzernen eingehen. Und dann, ja, können wir besetzen, wir können aber auch vielleicht enteignen. Weil wenn sich ein Konzern nicht darum kümmert, das Business zu machen, für das sie ja eigentlich da sind, und damit eben der Allgemeinheit schadet, und zwar nicht nur durch Verdrängung und dadurch, dass die Leute auf die Straße setzen, sondern auch ökologisch durch den krassen Verbrauch an Ressourcen, Materialien und Emissionen, da hätten man doch vielleicht irgendwie noch andere Möglichkeiten, die es auch gibt, wo wir auch mal sagen, es muss vergesellschaftet werden und wie gesagt, es gibt Ideen ohne Ende. Ja, ich kann da gut anschließen. Ich kann damit anschließen. Ich glaube, der Actionplan ist jetzt hier schon so langsam im Entwickeln. Ich fände es gut, wenn aus dieser heutigen Veranstaltung gern ein Rundertisch-Signer entsteht, denn ich glaube, wir brauchen dazu eine dauerhafte Vernetzung und wer eine gute Besetzung machen möchte, dem muss auch gut vorbereitet sein. Ich bin da gerne bereit, da auch im Abgeordnetenhaus nach der Wahl regelmäßig einzuladen zu einem so runden Tisch. Wir können das gerne auch woanders machen. Ihr habt ja den tollen Protestkiosk am Hermannplatz, der auch gerne genutzt werden kann, ein sehr, sehr schönes Sinn hat. Insofern, Eva, du hast es gesagt, die Ideen sind da, es gibt die Möglichkeiten, genossenschaftlich das selber zu übernehmen. Man muss jetzt wirklich nur das Stoppsignal wirklich setzen. Wie gesagt, ich habe vorhin nochmal an die Besetzung von 1990 erinnert. Da haben meine Eltern und die Elterngeneration der Ossis haben in den 90er Jahren da zum Teil auch Unternehmen genau auf diese Art und Weise gerettet. Ich glaube, da können andere Leute besser drüber reden als ich, aber es gibt diese Erfahrung. Das Ziel muss einfach sein, es darf keine Investitionsruinen geben und nicht weiterhin diese Stadt ausgeplündert werden. Weil diese Investitionsruinen, die sind real. Es ist einfach total realistisch, dass am Ende die Stadt zurückbleibt mit den Investitionsruinen,
wie andere Investoren auch schon durch diese Stadt gegrast sind. Wir kennen diese Beispiele, SEZ und Co., windige Investoren, die hier einfach irgendwie am Ende sozusagen Ruinen hinterlassen. Das kann sich die Stadt nicht leisten. Wir sind noch nicht auf Koppelfeld, 30 Jahre Erfahrung, das muss man sich auch endlich mal richtig auf die Hinterbeine stellen. Das Programm der Linken ist klar, konsequente Kommunalisierung. Da haben auch wir in den letzten Jahren zugelernt, was gut ist. Deswegen, wie der Kollege sagte, welche Koalition ist möglich, muss auf jeden Fall entlang dieser Frage entschieden werden. Ich werde das auf jeden Fall prüfen, wenn ich da wieder Teil der Verhandlung bin. Und ansonsten ist die Frage einfach immer, was braucht die Stadt? Und da bin ich, wie gesagt, total dabei, dass wir das auch im Umfeld organisieren. Wie gesagt, lasst uns einen runden Tisch machen. Lasst uns auch dafür sorgen, dass wir die bundesweite Vernetzung, weil wenn wir schon ein Programm in Wolf hier hatten, dann sollten wir ihn jetzt auf jeden Fall, ne, dann können wir ihm auf jeden Fall mal eine E-Mail schreiben, dass man Bodo Ramelow und Jan Wissler mal schön eine bundesweite Konferenz, dass wir eben auch in anderen Städten, weil das muss Berlin auch leisten, dass von Berlin aus das Protestpotenzial auch in anderen kleineren Städten Leute ermutigt, sich zur Wehr zu setzen, weil dann können wir bundesweit stark sein, nicht nur als Linke, sondern auch in der Organisation der ArbeiterInnen und für den Erhalt der wichtigen Ankerzentren. Noch einen ganz kurzen Sachen vergessen, nämlich herzlichen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, dieser spannenden informativen Diskussion beizuwohnen. Das möchte ich noch nachholen. Ja, mir bleibt nur noch Danke zu sagen an alle, die hier waren. Das war, glaube ich, wirklich spannend. Kam auch zu den spannenden Punkten, nämlich die Handlungszwänge, in denen wir uns auch als Politik so gelegentlich bewegen. Und ich glaube, wenn uns was eint und wenn auch die unterschiedlichen Interessen was ein, dann ist es, dass wir öffentlichen Grund und Boden brauchen und dass wir sozusagen diese Aufwertungskaskaden, die wir so erlebt haben in den letzten Jahren, dass wir die stoppen müssen und dass wir erst dann wirklich demokratisch über unsere Städte entscheiden können, wenn uns der Grund und Boden gehört in diesen Städten. Und das gilt eben auch für Warenhausstandorte. Und wir haben als Linke schon bei den ersten, oder damals waren es nicht die ersten, aber die Insolvenzverfahren 2020 damals in Hohenschönhausen im Galeria Kaufhof zusammengesetzt und darüber diskutiert, wie wir kommunale Kiezzentren erreichen können. Und wir werden diese Diskussion, glaube ich, weiterführen. Und wenn wir über den Artikel 15 Vonovia und Co. vergesellschaftet haben, recht sicher, dann ist der Weg frei, auch für weitere Vergesellschaftungsvorhaben. Und ich glaube, da stehen Shopping Malls und Kaufhäuser ganz weit oben auf der Liste. Und dann können wir auch darüber reden, sozusagen, welche Nutzung wir mit eingehen. Und ich glaube auch im Sinne der Beschäftigten, wir haben auch gerade hier im Karstadt am Leopoldplatz eine Beschäftigtengruppe. Das sind vor allem Frauen, das sind vor allem Frauen auch im höheren Alter. Das sind sozusagen Menschen, um die man sich auf jeden Fall kümmern muss und die man natürlich sozusagen, die man eine Perspektive geben muss. Wir haben ja auch mit vielen gesprochen damals auf den Veranstaltungen, die wir hatten. Und insofern glaube ich, können wir die Interessen zusammenbringen, sollten wir auch. Es ist uns heute Abend ganz gut gelungen in der Diskussion und vielen Dank, dass ihr alle hier wart. Es ist nachzugucken. Jetzt gibt es da noch eine Wortmeldung, leider ist die Veranstaltung zu Ende. Ja, das ist ein kleiner Redebeitrag. Insofern machen wir das gleich, wenn der Stream nicht mehr läuft. Es ist offenbar sozusagen noch Unterschriften sammeln. Das ist super, machen wir gleich. Ich will euch trotzdem schon mal sozusagen verabschieden. Vielen Dank an die Leute, die zugeguckt haben. Ihr könnt das Video auch bei Katharina auf der Facebook-Seite nachgucken und wir werden sicher auch als Fraktion nochmal veröffentlichen. Und die Debatte wird weitergehen. Ich will auch nochmal an Bodo Ramelow herzlichen Dank sagen. Es war technisch hervorragend begleitet haben. Vielen Dank dafür. Es war jetzt nicht das Ende, sondern der Auftakt einer Diskussion und weiter geht's. Dankeschön.